Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 21. Februar. Heute dabei Swipe, Nokia, Spotify, Instagram Direct und Snapchat. Beginnen tun wir mit Swipe. Das ist ein Keyboard, praktisch der Urvater der Wisch-Keyboards. Sprich, man tippt nicht mehr die einzelnen Buchstaben, um ein Wort zu bilden, sondern wischt mit dem Finger das Wort zusammen. Ich habe das damals auch benutzt, fand das auf Android ganz super und auf iOS dann auch. Bin irgendwann ausgestiegen und benutze praktische Wischgesten jetzt mit dem Google Keyboard. Und ja, irgendwie, es gibt genug Alternativen und Swipe hat jetzt gesagt, wir hören auf. Wir konzentrieren uns auf andere Aspekte. Mittlerweile gehört Swipe auch nicht mehr sich selber, sondern zu Nuance. Die kennt man vielleicht von Dragon, Natural Speak, also so einer Spracheingabe, Diktierungssoftware. Und ja, also Swipe ist Vergangenheit für die, die es genutzt haben. Tut's mir leid, aber wie gesagt, es gibt genug Alternativen. Ich benutze das Gboard. Dann nächstes Thema, Nokia. Die haben ja WiseThings gekauft und WiseThings hatte ja diverse Wearables und Health-Produkte vom Internet of Things im Angebot. Ich bin selber WiseThings-Kunde der ersten Stunde mit der smarten Waage und ja, Nokia hat das ja relativ gut verbockt. Die haben die übernommen, danach haben sie die App geändert und die Waage auch reduziert im Funktionsumfang und die Nutzer waren alles andere als begeistert. Von daher, ja, so richtig rund lief das nicht und mittlerweile ist Nokia anscheinend selber nicht mehr so sicher und hat in einem Mitarbeiter-Memo letztendlich gesagt, man sollte ehrlich zu sich selber sein und irgendwie wird man Nokia Health nicht zu dementsprechend einem Bestandteil des Konzerns Nokia ausbauen können, der relevant ist. Und damit scheint wohl sich abzuzeichnen, dass Nokia Health auch der Vergangenheit angehört. Tja, schade drum, gerade die WiseThings-Produkte waren eigentlich relativ gut und warum haben sie es dann überhaupt gekauft? Ich weiß es nicht. Spotify. Spotify arbeitet anscheinend an einem eigenen Lautsprecher als Konkurrenz zum HomePod und zum Amazon Echo. Und natürlich auch zum Google Home. Und das kam mehr oder weniger per Zufall raus, da es eine Stellenausschreibung gibt von Spotify, aus der man ableiten kann, dass diverse Leute gesucht werden, um einen Lautsprecher zu entwickeln. Das macht durchaus Sinn, denn so ist Spotify weniger abhängig von anderen Produkten, obwohl sie natürlich mit Spotify Connect gerade auch sehr offen sind und zum Beispiel auf dem Amazon Echo und auch auf dem Google Home 1a laufen. Aber derzeit zum Beispiel nicht auf dem HomePod von Apple, denn das ist ja noch ein geschlossenes System. Und gerade wo in Amerika Apple Music aufholt und eventuell Spotify überholt, macht es Sinn, sich da auch ein bisschen anders zu orientieren. Instagram, die kopieren ja gerne von Snapchat und bislang ging es immer um die Stories. Und jetzt greifen sie Snapchat auch beim Direct Messaging an. Instagram Direct, das ist der Bereich, wo man sich in Instagram Nachrichten 1:1 schickt, der bekommt nun neue Privacy-Funktionen. Bislang war es relativ simpel, ganz normaler 1:1 Chat in dem Sinne. Und jetzt kann man entscheiden, wenn man ein Foto schickt, ob das Foto nur einmal angezeigt werden soll, ob man erlauben möchte, dass es erneut angezeigt wird oder ob es einfach im Chat fix bestehen soll. Und das ist auf jeden Fall eine interessante und schöne Funktion. Die gibt dem Nutzer sehr viele Möglichkeiten. Und bislang hatte da natürlich Snapchat die Nase ein bisschen vorne. Denn dort konnte man ja einfach mal Fotos, Videos, also Snaps schicken, die sich dann maximal einmal wiederholen ließen und dann erstmal weg waren, was für den einen oder anderen bestimmt eine schöne Sache war. Ja, jetzt sieht es bei Instagram ähnlich aus und ich bin gespannt. Ich habe das Update noch nicht, aber es soll jetzt wohl dieser Tage für alle bereitstehen. Gestern haben wir auch noch über Snapchat geredet und dass es für die Stories einen neuen Tab geben wird
und diverse andere Änderungen, wie zum Beispiel auch einen GIF in der Beta, wurde das alles rausgefunden und ja, gestern war es noch eine Beta und mittlerweile wird es ausgerollt. Also Snapchat hat GIFs und die kommen von Giphy, den größten GIF-Dienst der Welt. Schöne Sache und wie gesagt, die Stories haben einen eigenen Tab auf der Friends-Seite. Ich selber habe das Update noch nicht bekommen, ähnlich wie bei Instagram. Es wird wieder ausgerollt, so peu à peu, aber es sollte dieser Tage für alle Snapchat-Nutzer zur Verfügung stehen und dann könnt ihr euch da auch munter mit euren GIFs ausdrücken. Tja, und das war's auch schon für heute. Also, Mittwoch, Mitte der Woche. Ich wünsche euch einen schönen Arbeits- oder Schultag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.